Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch einen ganz besonderen Deal zeigen. Und zwar haben wir den Monat November, wir haben den Black Month. Ihr kennt es bestimmt, es gibt überall Angebote und man will am liebsten überall zuschlagen. Es sind richtig, richtig coole Sachen dabei. Und ich habe heute ein ganz besonders cooles Angebot von Jepoda für euch. Und da möchte ich euch einfach ein bisschen nochmal was zu den Produkten erzählen, euch natürlich das Angebot zeigen. Und dann werden wir auch gemeinsam ein kleines Geschenkchen einpacken, was ich gerne verschenken möchte. Also, bleibt auf jeden Fall dran. Ihr werdet einen richtig, richtig krassen Rabattcode von mir bekommen. Und ich denke, es lohnt sich für jeden dran zu bleiben, denn wer weiß, vielleicht findet ihr das ein oder andere Weihnachtsgeschenk, was ihr euren Lieben schenken könnt. Genau. Also, ich werde euch auf jeden Fall in diesem Video jetzt mal meine Lieblingsprodukte zeigen. Und vorher möchte ich natürlich noch kurz was über Jepoda sagen. Jepoda ist eine Hautpflegemarke und sie haben ihren Sitz in Berlin. Es ist eine koreanische Hautpflege und die Produkte werden auch in Korea hergestellt. Und der ganze koreanische oder der ganze K-Beauty-Vibe soll nach Deutschland transportiert werden und ist hier, wie ich finde, auch schon ganz gut angekommen. Also ich kenne viele Leute, die echt auf K-Beauty schwören und die auch auf die Produkte von Jepoda schwören. Ich muss sagen, ich gehöre da auch komplett zu. Ich bin wirklich, wirklich sehr zufrieden und es ist keine Lobhudelei oder dass ich irgendwie jetzt hier vor der Kamera nur was sage. Es ist auch privat, wenn mich jemand fragt, wie findest du die Produkte von Jepoda? Beide Daumen nach oben, definitiv. Ich bin sehr, sehr zufrieden und deswegen möchte ich euch auch einfach gar nicht so viel mit Fakten vollballern, sondern euch die Produkte einfach gleich nochmal zeigen und euch erklären, was ich daran so toll finde. Klar, ich könnte was über Fakten sagen. Die Produkte kommen in Glasflaschen. Der Inhalt ist super. Das Äußere ist super. Klar. Und für die Haut sind die Inhaltsstoffe natürlich auch ganz klasse. Das ist bei Jepoda das 7-Step-Verfahren, so nenne ich es mal, oder die 7-Step-Routine aus der koreanischen Pflege übernommen, wo man wirklich einzelne Schritte hat, die man alle nacheinander dann absolviert, sozusagen, ne? Die man alle nacheinander macht, damit das Hautbild auch schön ist, damit die Haut wirklich so gut wie nur möglich gepflegt ist. Und ich finde es ganz toll. Natürlich, wenn man das nicht gewohnt ist, muss man immer noch mal im Hinterkopf haben, ah, jetzt kommt der Step, jetzt kommt der Step. Aber da fuchst man sich so schnell rein, das ist so easy. Und man hat auch immer noch eine Anleitung dabei. So ein Heftchen, wo wirklich jedes Produkt noch mal drin ist. Wo die Inhaltsstoffe, glaube ich, sogar auch drin sind. Wo gesagt wird, welcher Step wann kommt. Und ob morgens oder abends oder wie auch immer, also das ist alles super erklärt. Also schon allein dieses Heftchen finde ich qualitativ so gut und so wertvoll. Ja, also ich hatte das Full Glow Set als allererstes. Und da sind ja schon alle Produkte, die man irgendwie braucht, dabei. Ich setze mich kurz mal ein bisschen an die Seite, dann füge ich euch hier mal immer mal was ein. Das Full Glow Set, das zeige ich euch hier. Das ist super, super gut und ich sag euch kurz mal, was ich für einen Rabattcode für euch habe. Haltet euch fest, es sind ganze 43%. Also es ist so, so krass. 43% könnt ihr sparen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Der Code ist Alex43. Ich packe ihn euch hier einmal rein, damit ihr ihn auch deutlich sehen könnt. Er steht natürlich auch in der Infobox, selbstverständlich. Ihr habt auch den Link zu Jepoda. Und ich werde euch auch meine Lieblingsprodukte unten nochmal reinschreiben, damit ihr nochmal Bescheid wisst. Und für euch vielleicht auch schon mal die Rechnung übernehmen. Ich schreibe euch auch rein, wie viel ihr sparen könnt. Also das Set alleine, wenn ihr euch vorstellt, da könnt ihr 43% drauf sparen, ist das nicht der absolute Oberwahnsinn? Also wer schon länger überlegt, sich das Set zu kaufen und aber sagt, oh, es ist eigentlich zu umfangreich. Leute, wenn ich jetzt, wann dann? Also wirklich, 43%, das ist eine krasse Hausnummer. Mein Code ist ab heute gültig und er ist gültig für den kompletten November. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit, ihr könnt noch ein bisschen überlegen, ihr müsst da nicht euch gedrängt fühlen oder so. Schaut auf jeden Fall gerne sonst, ich weiß nicht, in der Woche nochmal vorbei. Und ja. Geht auf jeden Fall mal auf den Link und schaut euch die Produkte an und dann könnt ihr ja mal überlegen. So, ich möchte euch jetzt meine Lieblingsprodukte vorstellen und ich musste überlegen, oh, welche nehme ich? Eigentlich wollte ich euch drei vorstellen, aber ich konnte mich zwischen zwei nicht entscheiden und vielleicht stelle ich euch jetzt doch vier vor.
Also, eins meiner Lieblingsprodukte ist auf jeden Fall dieses hier. Das ist The Mist Have und das ist so ein Face Mist mit Lavendelduft. Wobei ich finde, dass das so ein ganz leichter Lavendelduft ist. Er ist da, ich rieche ihn, aber er ist nicht ganz so intensiv und das ist natürlich auch schön. Man will ja, wenn man das tagsüber benutzt, will man ja auch nicht komplett nach Lavendel riechen, aber es ist so toll. Es ist so eine Sprühflasche. Und es riecht einfach gut. Ihr sprüht damit über euer Gesicht. Und das ist, oh, es ist toll. Gerade in den Sommermonaten, muss ich sagen, habe ich es total genossen. Klar, wir haben jetzt Herbst, Winter. Aber auch da, ich benutze es morgens und kann es aufs Gesicht sprühen und für mich einfach erfrischt. Oder wenn ihr zum Beispiel morgens nicht duscht, wenn ihr einfach euer Gesicht wascht. Es gibt Menschen, die sagen, wenn man nicht geduscht hat, sondern nur das Gesicht eben gewaschen hat, dann fühlt man sich ein bisschen weniger, sag mal, frisch. Als wenn man komplett geduscht hat. Man ist zwar gewaschen, aber wenn ihr dann das benutzt, hab ich für mich das Gefühl, dass ich noch mal frischer bin. Natürlich ist es auch für die Haut super, ist ja logisch, aber es ist für mich einfach ein richtig tolles Gefühl auf der Haut und es ist ein toller, angenehmer Duft, aber auch nicht zu aufdringlich und ich liebe dieses Produkt, ich finde es richtig gut. Und das Produkt, das werden wir am Ende vom Video dann auch einmal einpacken. Ich habe das nämlich hier einmal in ein neu und eingepackt. So kommen die Produkte alle übrigens bei euch an, in so einem schönen Karton verpackt. Die Produkte sind aus Glas, was ich persönlich toll finde. Natürlich muss man im Badezimmer dann ein bisschen vorsichtig sein, wenn man das auf einem Keramikwaschbecken oder in der Nähe hat. Aber es ist so hochwertig, es sieht so gut aus. Man kann es auch dekorativ, finde ich, irgendwo hinstellen. Also es sieht nicht irgendwie billig oder langweilig aus, ne? Das ist nicht einfach nur so eine cleane Verpackung. Ich finde es total schön gemacht. Hier sind die Steps nochmal drauf. Das hatte ich euch in meinen vorherigen beiden Videos zu Jepola auch schon mal gesagt, wie toll ich das finde, dass die einzelnen Steps da auch so draufstehen. Und ja, also The Mist Have ist auf jeden Fall eins der Produkte, was ich super finde und empfehlen kann. Was ich auch liebe und wo der Lavendelduft noch ein bisschen stärker ist, ist dieses Produkt. Das ist die Nachtcreme, The Midnight Magic. Und oh, es ist so toll. Also es ist so eine Schlafmaske steht hier drauf. Ich benutze das als ja, normale Nachtcreme abends, bevor ich ins Bett gehe, wenn ich mich abgeschminkt habe. Und dann mache ich das aufs Gesicht. Und es gibt vielleicht zwei Typen von Menschen. Die Menschen, die Lavendel lieben und die sich durch Lavendel beruhigen lassen und entspannt dadurch sind. Vielleicht durch Lavendel besser schlafen können. Da gehöre ich definitiv zu. Und dann gibt es aber mit Sicherheit auch Menschen, die Lavendel nicht so mögen. Da kann ich das dann nicht so empfehlen, weil es halt schon auch nach Lavendel riecht. Also für mich ist es perfekt. Ich liebe es. Und gerade vorm Einschlafen nochmal irgendwie das Gesicht sowieso frisch machen und dem Gesicht nochmal ein bisschen was Gutes tun. Und dann auch noch mit Lavendel. Herrlich. Also ich fühle mich danach richtig entspannt und kann danach schlafen und alles ist fein. Also das Produkt ist richtig gut. Also überhaupt Lavendel bei so Nachtpflegeprodukten sollte eigentlich in jedem Nachtpflegeprodukt sein, meiner Meinung nach. Aber gut. Und jetzt kommen die beiden, wo ich mich nicht zwischen entscheiden konnte, weil ich eigentlich beide cool finde. Ich fange mal mit dem hier an. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den beiden, würde das ein bisschen weiter hinten liegen. Aber naja. The Sea Tox. The Sea Tox ist eine Maske. Und zwar eine Vitamin C-Maske. Ich mache das mal auf. Habe ich euch auch schon mal gezeigt und auch schon mal die Anwendung gezeigt. Das ist so ein Pot mit einer, also auch wieder Glas, ne? Mit einer Maske und hier ist ein Pinsel mit dabei. Das finde ich übrigens auch super gut, dass da so ein eigener kleiner Pinsel von Yepoda mit bei ist. Und der ist super flauschig und der lässt sich super einfach säubern. Also ich habe ihn ja schon diverse Male benutzt, der ist nicht irgendwie dreckig. Ich spüle ihn einfach nur mit Wasser aus und das ist, also finde ich super hochwertig. Und die Maske ist so toll. Ich trage sie am besten ein bisschen dicker aufs Gesicht und sie riecht gut. Ich bin überhaupt nicht, dass ich irgendwie empfindlich bin oder dass ich reagiere. Das hat man ja ganz oft bei günstigen Masken, dass man, wenn man da irgendwie was Falsches erwischt, dass man dann, dass das brennt oder dass man irgendwie das als unangenehm empfindet. Gar nicht. Die ist auf meinem Gesicht und ich finde es einfach toll. Und ja. Ich habe sie vor einer Weile mal sogar etwas zu lange drauf gelassen. Ich weiß gar nicht, wie lange man das sollte. 15 Minuten. Und ich weiß gar nicht. Ich hab irgendwas währenddessen gemacht und habe sie ewig drauf gelassen. Und ich habe sie trotzdem super vom Gesicht abbekommen. Es hat meinem Gesicht überhaupt nicht geschadet. Das war alles in bester Ordnung. Haltet euch am besten natürlich an die Angaben, aber es passiert euch auch nichts.
meiner Meinung nach, zumindest war es bei meinem Gesicht so, wenn ihr ein bisschen länger sie drauf lasst. Genau, die finde ich super. Und was ich auch richtig, richtig toll finde, ist The Calm Balm. Finde ich so, so toll. Das ist mit Olive und Kokosnussöl. Das ist so ein Cleansing Balm. Ich bin da ein großer Fan von. Ich zeige euch das. So sieht es aus. Und da habt ihr einen kleinen Spachtel. So ein kleines süßes Ding. Und dann könnt ihr das rausholen. Und es riecht so gut. Es riecht schon. Das verbinde ich irgendwie auch mit Sauna. Ich weiß nicht warum. Ich verbinde den Duft mit Sauna. Und Sauna verbinde ich einfach mit Entspannung und mit Reinigung und mit einer wohltuenden Behandlung für die Haut. Ich weiß es nicht. Es passt irgendwie für mich alles so gut zusammen. Und dieses Cleansing. Balm ist halt, dass ihr euch damit auch abschminken könnt. Und man kann das, obwohl das, also obwohl trotz, gerade deswegen, wie auch immer, dass es mit Öl ist, man kann das einfach in die Augen schmieren und schmieren und schmieren und schmieren und es macht nichts, es brennt nichts, es zieht gar nichts, es ist so geil. Es entfernt mein Make-up komplett, es ist entspannt, es ist sehr ölig und gut für die Haut fühlt sich danach richtig gut an und gepflegt. Also Leute. Ja, ich glaube, Cetox ist wirklich auf dem letzten Platz. Das ist ein richtig, richtig gutes Produkt. Das kann ich euch nur empfehlen. Ich packe euch hier mal einfach spaßeshalber an die Seite das Produkt nochmal für euch, um das ein bisschen größer zu sehen. Und dann schreibe ich euch hier mal den ursprünglichen Preis hin und den Preis, den ihr bezahlt, wenn ihr die 43% anwendet. Leute, wenn ihr nicht jetzt zuschlagt, wann denn dann? Wann denn dann? Also wirklich, wenn ein Zweifel von euch war, dass die Produkte euch zu kostspielig sind, dafür, dass ihr sie noch nicht kennt und erst mal testen wollt, dann ist dieser Monat, dieser Black Month mit den 43% einfach perfekt für euch. Also solltet ihr auf jeden Fall ausnutzen. Und was ich euch, glaube ich, bisher noch gar nicht erzählt habe, bin ich irgendwie nie darauf eingegangen, dass ihr ja auch 30 Tage Rückgaberecht habt. Also wenn euch die Produkte nicht gefallen, könnt ihr innerhalb von 30 Tagen die Produkte einfach wieder zurückschicken. Also wie viel besser geht's eigentlich noch? Ich wüsste keine Marke, die man 30 Tage noch zurückschicken kann, wo man das testen kann und sagen kann, oh, das passt doch nicht zu meiner Haut, das geht gar nicht. Von daher, ich würde es euch wirklich ans Herz legen. Macht das Ganze, probiert es gerne aus. Und ja, ich würde da keine Werbung für machen, wenn ich die Produkte nicht gut finden würde. So sieht's aus. Und ich finde sie gut. Ich habe sie schon seit einer ganzen Weile in Benutzung und freue mich jedes Mal, wenn ich sie benutze, weil sie einfach funktionieren. Ich muss mir keine Gedanken machen, oh, ist meine Haut heute ein Fan von der Tagespflege? Meine Haut ist nämlich ein bisschen schwierig, was Tagespflege angeht, sage ich mal. Und an einigen Tagen ist mein Gesicht danach komplett gerötet von einer, no, ich nenne es mal No-Name-Tagespflege. Und an anderen Tagen klappt es dann ganz gut. Und bei den Produkten von Yepoda klappt es einfach immer gut. Es gibt keine Probleme. Es ist alles easy peasy. Und deswegen, ja, schwöre ich drauf. Also, ich würde sagen, wir packen jetzt mal, bevor meine Stimme noch schlechter wird, wir packen jetzt mal das Geschenk ein für meine Mama. Und dann würde ich sagen, schreibe ich euch hier nochmal die Infos alle ein bisschen rein. Ich blende euch die vielleicht so ein bisschen ein, während ich das Geschenk einpacke. Und verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Leute, nochmal hier einmal ganz wichtig, der Code Alex43. Bis zum 30.11. könnt ihr 43% sparen. Schaut in die Infobox, da findet ihr den Link, da findet ihr nochmal den Code, da findet ihr nochmal Preise und. Ja, let's go, würde ich sagen. Ihr findet doch mit Sicherheit eine Lady oder einen Herrn, der sich interessiert für koreanische Gesichtspflege, dem ihr was Gutes tun wollt, bei dem ihr euch bedanken wollt. Ich weiß nicht, vielleicht eine Mutti, wo ihr sagen wollt, Mensch, Mutti, danke, dass du dich immer um mich kümmerst. Ich habe dir Jahre deines Lebens geraubt in meiner Jugend, habe dir Falten verpasst. Jetzt möchte ich mich mit einer Gesichtspflege bedanken, als Beispiel. Oder ja, dass ihr einfach, so wie ich das mache, The Mist Have, dass ihr einfach mit einem Produkt dann irgendwie vielleicht, wenn ihr vielleicht Yepoda schon getestet habt und Yepoda schon gut findet, dass ihr sagt, das Produkt finde ich so gut, das möchte ich jemandem schenken, ich möchte jemanden daran führen, jemandem einen Gefallen tun und ihm einfach eine schöne Gesichtspflege bescheren. Ja, schlagt auf jeden Fall zu. Und jetzt packen wir gemeinsam das Geschenk ein. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Black Month Zeit.